Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Episode Minecraft Freedom. Und heute, nach ein paar Folgen, wollte ich eigentlich euch die Goldfarm zeigen. Oder beziehungsweise, was ich generell so im Nether so getan hat bisher. Und halt die Eisenfarm mal kurz zeigen. Also, da muss man ja jetzt nicht viel zeigen, das ist halt nur eine Eisenfarm. Und wie die halt so schön, also bisher ist die noch nicht so groß, aber die produziert auch schon ordentlich Eisen. Und ich habe schon einige Blöcke da mitgenommen, so dass ich halt nichts machen musste quasi, sondern immer nur reingehen und das holen. Und deswegen wollte ich euch hier ein paar Sachen zeigen. Und ich wollte euch auch außerdem zeigen, jetzt gehen wir erstmal durch den Nether und... So, das hat sich hier so getan. Ja, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, hier so ein bisschen, diesen Stil hier hinzubauen. Also das, auch wenn wir eine moderne Mesa sind, im Nether soll der Stil ein bisschen anders da sein, also ganz anders eigentlich. So sieht es von außen aus. Das ist dann halt diese, also wir waren ja im Meeresnapel letztens und da haben wir halt auch diese Blöcke mitgenommen. Und so soll das halt aussehen, das sollen dann später die Gänge sein, die führen dann hier so gerade so ein bisschen hier hin, dann mache ich hier irgendwo eine Kurve, dann führt es gerade zum Derpys Portal, da muss ich auch noch so ein Gebäude rundherum bauen und so. Und ich habe mir gedacht, ich werde so quasi so ein der Nether Verschönerungsexperte, oh ja, quasi, also als kleinen Beruf oder so aneignen, also zumindest, also hier Richtung Kims Portal und Saris Portal habe ich hier schon ein bisschen was gebaut, hier kann man schon ein bisschen lang rennen auf der einen Seite und hier kann man den, glaube ich, hoch und dann nochmal rüber, aber man kann, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, dass ich dann hier diesen Gang lang führe. Dann macht es hier so einen Knick, also hier so eine Kurve, jetzt da hoch, da habe ich schon ein bisschen was freigegraben, dann kommt da, vielleicht sieht man es von hier, oh, alter Schwede, what the fuck, naja, zum Glück hat eine Federfall, jetzt wäre ich sonst verreckt, kleiner Fail meinerseits, aber man soll uns nicht schaden, wir kommen ja hier ganz langsam leicht hoch, ich war ja hier schon ein bisschen am Graben und, fuck, regeneriere halt nicht. Hier kommt man hoch. Und dann kommt man auch, glaube ich, hier. Zack. Ja, genau. Hier habe ich nämlich schon was getan. Und zwar habe ich hier schon so viel eingesammelt. Hier habe ich nämlich hier diesen fetten Gang hier gebaut, schon mal als Voraus quasi, dass wir dann hier seitlich an das Portal von Kim anschließen. Oder wir drehen das Portal nochmal und wir müssen es nämlich eh nochmal drei breit machen, damit das halt passt von der Symmetrie und so weiter, also wie das Gebäude halt. Die wollten es, glaube ich, so ein bisschen Halloween-artig sogar, wenn Kim das dann sieht, dann, also, ja, ich glaube, die wollte halt ein bisschen extra wünschen, so mit Kürbissen und so. Dann mache ich das für die natürlich gerne auch und... Das hier müsste man hier auch halt noch entfernen, damit das hier halt mit dem Gebäude hier so einen guten Platz hat. Und ja, dann werde ich halt mal gucken, dass ich jetzt quasi den Nether-Verschönerungsexperten, keine Ahnung. Also ich finde jetzt nicht so doll, so ein bisschen komisch der Typ. Aber egal, soll es nicht jucken. Ich bin halt jetzt quasi dieser Nether-Verschönerungsexperte. Vielleicht werde ich auch noch Mitarbeiter einstellen, vielleicht wenn Leute Bock drauf haben im Projekt, dass die mit mir mitmachen und diese Materialien farmen. Dass wir dann halt in der Mitte können wir mit einem Pferd durchreiten oder halt zu Fuß gehen. Aber wozu zu Fuß, wenn man hier rennen kann auf Packeis, das schmilzt ja nicht, oder halt mit Bahn fahren kann. Und dieses Packeis ist ja auch richtig geil, weil man kann dann einfach mit der Leertaste so spammen. Man ist dann richtig schnell unterwegs und deswegen finde ich das voll schön. Außerdem habe ich als Nether-Verschönerungsexperte auch mich bemüht, dass wir halt diesen Lava-Fällen, die dann so runterkommen, dass sie nicht so einfach wegfließen, dass wir hier so einen kleinen Kübel quasi rumbauen. Und das sieht dann halt auch, finde ich, ganz cool aus. Vielleicht baue ich sogar noch oben so einen Kübel dann oder so und dann so mit so Glas. Vielleicht sieht das dann noch geiler aus, als wären wir hier so in so einer Laborwelt quasi oder was weiß ich. Das sieht eigentlich, steht alles noch offen, wie wir das hier noch machen, weil ich mag nicht, dass es so zerfranst aussieht im Nether, sondern es soll auch trotzdem schön aussehen. Da hinten habe ich auch schon ein bisschen das Zerfranste weggemacht und mit Netherrack, was ich halt gefarmt habe wegen den Gängen, gehe ich ja immer voll viel Netherrack, da kann ich Löcher zumachen. Und ich habe das auch angeordnet eigentlich, wenn irgendwie Löcher entstehen durch die Gäste, dann bitte zubauen. Man kann ja aus den Bergen auch mal was abbauen und halt eben die Löcher füllen, weil, ja, es sieht halt trotzdem ordentlich aus und schön aus.
Und ich würde sagen, wir begeben uns, glaube ich, hoch zur Goldfarm. Und ich glaube, die funktioniert gerade mittlerweile leider nicht. Irgendwie ist sie mal kaputt gegangen oder so. Und Flim Shady, also wer das gebaut hat, hat sie, glaube ich, noch nicht gefixt, weil da muss man irgendwie die ganze Redstone-Schaltung umbauen. Und ja, wir können halt eben jetzt auch dahin laufen. Ist ja nicht mehr so, dass wir da irgendwie 5 Jahre rennen müssen, sondern wir müssen einfach da die Leiter hoch. Und dann hab ich ja auch einen Aufzug gebaut. Ich hoffe, ein Gas verfolgt uns nicht. Da oben ist der Gas. Oh, komm. Komm her. Ja, damit er uns nicht hier stört. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch einen Aufzug hinbauen. Müssen noch mal gucken, wie wir das machen, dass wir hier dann, ob wir hier noch auch noch ein bisschen Bedrock da mit den Bäumen zerstören. Oder ob wir halt ein größeres Loch machen. Mal gucken. Aber bisher haben wir halt hier so einen Aufzug und da oben ist auch schon die Goldfarm. Hier haben wir halt, habe ich hier den Aufzug gebaut. Weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe, aber ich zeige es nochmal hier. Hier ist halt dieser Aufzug. Dann kann man hier zack, 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 einfach hochgehen. Früher musste man hier hoch mit der Leiter, aber ich habe hier einfach mal so einen Aufzug gebaut, weil das einfach viel schneller und effizienter ist. Und dann ist halt hier diese Goldfarm. Und leider funktioniert die nicht, weil irgendwie mit der Redstone-Schaltung irgendwas defekt ist. Ich habe keine Ahnung von dieser Redstone-Schaltung, ob man da nicht einfach nur die Blöcke reintun kann, aber anscheinend nicht, weil hier sind so Trichter. Und da kann ich schlecht zugreifen. Naja, auf jeden Fall, komm halt, müsste da hinten auch so ein. Vielleicht ist er sogar auch tot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen komisch. Also, der lief richtig gut. Flim Shady hat schon mal in seiner Folge mal, ist er ja mal gestorben, mit irgendwie über Nacht laufen lassen und dann hatte er irgendwie 160 Level oder so. Das war richtig krass. Und deswegen ist er eigentlich ganz gut, diese Farm. Und man konnte damit eigentlich richtig gut farmen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund ist sie kaputt gegangen. Wir wissen nicht warum. Und dann müssten, das wäre halt, wie gesagt, halt ein bisschen Arbeit, da muss ich nochmal da dran sitzen und dann halt diese Redstone-Konstruktion vielleicht neu aufbauen. Und dann müsste die eigentlich wieder gehen. Dann gibt es hier immer halt die ganzen Items. Von verrottetem Fleisch haben wir schon richtig viel. Und ja, ich würde sagen. Blöd. Hier ist auch dieser Fallschacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Eisenfarm. So, zurück beim Spawn. Sehen wir hier schon, ja, die Eisenfarm steht schon länger. Also hier die erste Eisenfarm. Da drüber 70 Blöcke höher, also von der unteren Kante da 70 Blöcke hoch. Kann man noch einmal sowas hinbauen und dann würde da halt, würde das Ganze halt hier sogar doppelt so effizient sein. Läuft nämlich eigentlich richtig gut. Ich habe hier halt schon, wie gesagt, mehrere Blöcke geholt. Hier ist schon wieder hier so 2 Stacks drin und hier habe ich das Mohn. Also ich tue das immer, wenn hier im Trichter was drin bleibt, weil ich ja jetzt hier alles mit Eisen zugemacht habe, tue ich dann immer halt ja, das Mohn einfach hier rüber. Dann gibt es hier halt eine Kiste mit Mohn mal irgendwann vielleicht gefüllt. Aber das ist ja seltener als das Eisen. Aber, oder weiß ich gar nicht. Ja, doch, müsste seltener sein, weil wir haben nicht so viel mitgenommen von den Farbstoffen, also zum Farbstoff machen. Eher mehr Eisenblöcke, weil ich habe schon mehrere Eisenblöcke, meine ich, mitgenommen. Und ja, die läuft eigentlich relativ gut. Könnte besser sein, weil wir ja auf einem Server sind. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass das dann irgendjemand dann auch versucht, 70 Blöcke höher dahin zu bauen und dass wir dann hier noch einen zweiten Bauer-Villager da reinholen. Da ist schon einer drinne mit dem braunen Kittel. Da oben ist noch einer. Da fehlt eine Tür. Denn sonst gefährdet das die Eisenfarm, glaube ich. Also die hat dann nicht so gut funktioniert, als die Tür da war, weil sonst ist es wie so ein Dorf und dann funktioniert das irgendwie nicht. Deswegen, wenn halt 70 Blöcke höher die Eisenfarm steht und wir bereit sind, also wenn wir einen Aufzug haben für die Dinger, für die Dorfbewohner hier so einen Aufzug hingebaut haben, dann, und wenn halt die Dorfbewohner hier unten dann, also wenn wir, ach, was laber ich, halt wenn die Eisenfarm oben steht und der Aufzug da ist, so, dann fangen wir an, am besten halt einen und der Bauer wirklich da ist. Dann tun wir die Tür dahin, dann arbeiten die, glaube ich, und dann wollen die Kinder machen, dann machen die Kinder 2 Bauer und ja, und die Kinder fallen dann immer hier nach unten. Und wenn wir da dann 16 haben, dann schicken wir die nach oben in die Eisenfarm. Und dann läuft das, ja, und dann können wir auch diese hässliche Farm da auch wegbauen. Und das war mein Handy. Cool, dass es halt nicht auf lautlos ist. Das ist natürlich ein kleines bisschen laut gewesen. Aber egal. Auf jeden Fall,
Ja, das ist, dauert noch halt. Mal gucken, wann wir das machen. Also, weil ich habe ja die erste Eisenfarm gebaut und ich möchte nicht alles bauen. Deswegen, es gibt ja noch genügend andere Mitglieder. Ja. Und die Goldfarm hat ja schon Flim gebaut. Deswegen müssen wir mal gucken, wer halt da, sich da beschäftigt. Da ist ja, da wird ja die Hexenfarm hinkommen. Da müssen wir auch noch mal gucken, wer da mitmacht oder wer das bauen will, alleine oder was auch immer, weil die ist ja auch ein bisschen aufwendig. Und, aber dann trotzdem haben wir dann relativ viel Zeug. Automatisch, also das ganze Echsenzeug wie Spinnauge oder Redstone oder das beste sogar Glowstone ist richtig geil, da müssen wir nämlich nicht in Nether Farm gehen. Und ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass die Hexenfarm dann auch bald mal steht, aber naja, auf jeden Fall wollte ich heute hier dann noch eben hier so eine kleine Plattform bauen, weil ich habe hier schon ein bisschen was in meiner Probewelt vorbereitet und soll ein bisschen, habe ich mir gedacht, soll einfach mal so ein bisschen nach so einem Kompass ähneln, so mit diesen Pfeilen und so, mit den roten Seiten und schwarzen Seiten, so ein bisschen. Ihr werdet schon sehen. Ich mache hier einen kurzen Cut. Das sind hier die Materialien, was ich so dazu überlegt habe. Quarzblöcke brauche ich nicht. Nur wenn halt die Quarzstufen nicht reichen, aber ich hoffe, die reichen. Diese 3 Stacks schon oder 49 noch dazu. Und ansonsten müssten die Materialien hier für die Form reichen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn wir gleich schöneres Wetter haben. Und jo. So, jetzt ist ja schönerer Moment, um etwas hinzubauen. Ich würde sagen, wir legen damit los. Auch mal einen anderen Bildschirm hier. Habe ich die Form schon mal hingetan, beziehungsweise als, ich muss das als Desktop-Hintergrund hintun, weil ich hier auf Vollbild spiele und dann kann man auf den anderen Bildschirm, glaube ich, keine so Flash-Sachen oder keine Ahnung, so Sachen kann man halt da nicht so richtig sehen. Ich hätte Internet offen lassen können oder sonst was, aber ich glaube, Bild wurde schwarz, weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier als Hintergrund und dann kann ich nämlich gucken, wie ich das so gebaut habe, weil das sah richtig schon eigentlich schon richtig gut aus. Vielleicht verändere ich noch ein paar Sachen. Also, oder ich habe sogar ein paar Sachen verändert und das ist das aktuelle Bild, aber das habe ich mir noch gemerkt, dass ich noch geändert habe. Und ja, ich würde sagen, ich lege los. Und ja, ein paar Böcke werde ich hier noch entfernen müssen. Ich leg los und ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich verschnelle das, wie ich das mache. Irgendwann werde ich mir noch wahrscheinlich einen zweiten Account holen und dann kann ich mich hier irgendwie hochstellen und dann sieht man, wie ich das aufbaue. Aber jetzt müssen wir es leider aus der Perspektive sehen, wie ich das aufbaue. Und ansonsten, es wird sich ein bisschen verschnellern, aber damit wir halt nicht so lange brauchen. Und jo. Ja, das war's auch schon von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Hier kommt auf jeden Fall noch irgendwann hoffentlich halt ein
freshes Gebäude drüber, über die freshe Plattform. Also ich finde die gar nicht mal so schlecht und ich finde, das kann so eigentlich bleiben, wenn sich ja sowieso so relativ wenig tut halt auf dem Server. Deswegen kann die Plattform, denke ich mal, so bleiben und ja, hat halt ein schönes Muster und so weiter, verschiedene Blöcke verwendet, damit das halt dann auch nicht so eintönig aussieht. Und ich finde, ja, das kann so bleiben. Und später müssen wir halt dann hier gucken. Ja, sieht man ja jetzt, sieht's von unten halt wegen dem Glowstone und so weiter ein bisschen komisch aus. Aber wird halt noch später halt Gebäude rundherum kommen. Und ja, dann will ich halt mal gucken, dass wir dann das halt schön hinkriegen. Ich wollte ja noch generell eigentlich auch eine kleine Spawnstadt errichten. Quasi von den Mitgliedern, von jedem Mitglied am besten ein kleines Häuschen. Ich auch irgendwie so ein kleines modernes Häuschen, mit, wo man halt schlafen kann oder was weiß ich, aber halt nicht so riesig, wie mein eigentliches Haus sein wird, wahrscheinlich, hoffentlich. Und ich würde sagen, tüdelü!